Es gibt eine dritte Schwachstelle in der bekannten Java Logging Bibliothek Log4j. Alles, was du über diese Schwachstelle und die neueste Log4j Version wissen musst, das erkläre ich dir in folgendem Video und damit herzlich willkommen bei ULabs, deinem Kanal für den Raspberry Pi, aber auch andere IT- und Technikthemen. In diesem Rahmen habe ich euch ja auch mehrere Beiträge zu Log4j präsentiert, wo ich euch auf die Lücke hinweise und euch auch zeige, wie ihr euch davor schützen könnt. Im letzten Video ging es darum, dass zwei neue Schwachstellen entdeckt wurden. Das habe ich euch ja schon damals erklärt. Die eine war in Version 2.x, eine DOS-Lücke, und die andere noch in der alten 1.x. Nun aber ist Lücke Nummer 3 bekannt geworden, und zwar unter der CVE-Bezeichnung 2021-45105. Bei dieser Lücke handelt es sich wieder um eine DOS-Lücke, allerdings diesmal mit einem etwas höheren Score. Im Forum hatte ich schon vor 2 Tagen dazu etwas gepostet. Ich dachte mir aber, hier ergänze ich es auch nochmal, falls es nicht alle gesehen haben. Denn es gibt mittlerweile, oder seit kurzem, das ist auch noch nicht lange veröffentlicht, gibt es eine neue Log4j-Version, und zwar die Version 2.17. Da gucken wir gerade mal kurz hinein. Und wir sehen, hier ist die Lücke verlinkt, hat einen Score von 7.5 und betrifft eben alle 2.x-Versionen, also auch diese, die man jetzt mit 2.16 im zweiten Update oder 2.15 im ersten Log4j Shell Update gefixt hat. Was kann bei dieser Lücke passieren? Der Angreifer, der kann über bestimmte Befehle einen sogenannten rekursiven Lookup machen. Das heißt, der wird in einer Endlosschleife immer wieder Anfragen an das lokale Gerät selber, also an den Webserver zum Beispiel, wenn das ein Webserver ist, gestellt. Und durch diese Anfragen wird er überlastet. Das heißt, es können dann keine Nutzer mehr diesen Dienst verwenden. Das ist ein DOS-Angriff. Im Gegensatz zur ersten Lücke haben wir hier also keine Sicherheitslücke, sondern eher eine funktionale, denn durch so ein Denial of Service kann jetzt niemand auf dem Server Code ausführen, kann Daten manipulieren oder ähnliches, aber dennoch ist es natürlich nicht optimal, wenn jemand ganz einfach euren Dienst dadurch lahmlegen kann. Aus diesem Grunde empfehle ich euch, möglichst zu schauen, dass ihr auf die aktuellste Version 2.17 updatet. Die kam vergangene Woche am Freitagabend heraus. Das war der 17.12.2021. In euren eigenen Projekten könnt ihr die ganz einfach aktualisieren. Bei Drittanbieter-Software ist es wie immer, da müsst ihr warten, dass der eben ein Update zur Verfügung stellt. Müsst dort schauen, gibt es dort Updates und gegebenenfalls auf den zugehen. Das soweit als kleines Update. Ihr seid nun damit auf dem aktuellen Stand. Wenn ihr noch Fragen zu Log4j oder Log4Shell habt, schreibt es gerne zu uns ins Forum. Das Thema verlinke ich oder auch alternativ in die Kommentare. Ich wünsche euch frohe Weihnachtsfeiertage. Passt auf, dass ihr nicht durch diese Lücke irgendwo angegriffen werdet. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.